Derby-Time an der Adolf-Jäger-Kampfbahn Altona 93 gegen die Zweitvertretung von St. Pauli. Beide Teams schon mit 3 Niederlagen. St. Pauli hat 3 Punkte, aber auch schon ein Spiel mehr. Heute verstärkt durch den ein oder anderen jungen Profi, unter anderem Kevin Langford, Marvin Sänger und Christian Fied auf dem Rasen. Dazu Dennis Marsch im Tor. Keine leichte Aufgabe also für die Hausherren in den rot-weiß-schwarzen Trikots in der ersten Halbzeit von links nach rechts. Das Team von Ex-St. Pauli-Coach Andreas Bergmann bissig, präsent in den Zweikämpfen und immer wieder mit guten Vorstößen sowie in der 11. Minute. Ole Wohlers vertändelt fast, aber Dennis Rosin macht das Ding nochmal scharf. Super laufig von Montero und am zweiten Pfosten niemand bei Krotke. 1-0 Altona. Sein Doppelpack gegen die Zweite von Holstein Kiel bescherte dem AFC den bisher einzigen Sieg in dieser Saison. Krotke komplett ungedeckt und leicht rein ins braun-weiße Tor. Die Gäste taten sich sehr schwer, in diesen ersten Durchgang reinzukommen. Kaum nennenswerte Offensivszenen für das Team von Joachim Filipkowski, auch Langford. Bislang noch ohne Durchschlagskraft nach vorne. Die Entscheidung von Susan Kunkel. Kein Elfmeter, Pause, 1-0 Altona. Von St. Pauli also nicht viel zu sehen. Das blieb allerdings nicht lange so. 51. Minute, Auftritt Cemal Sezer. Ja, perfekter Start für die Kiezkicker. Der Captain geht voran. Sezer trifft auch im dritten Spiel in Folge. Insgesamt schon der 5. Scorerpunkt vom 24-Jährigen. Richtig stark gemacht. Altona dagegen, wie sagt man immer so schön, mental noch in der Kabine. Safo Mensa legt Lubongo um. Elfmeter für St. Pauli. Altonas Verteidiger, ja, der trifft auch den Ball, aber halt auch relativ viel Körper. Sezer dagegen trifft nichts. Eben noch überragend, 2 Minuten später versagen die Nerven. Aber St. Pauli erholte sich schnell von diesem Rückschlag. Langford verlängert auf Sezer und Langford donnert ihn rein. Spiel gedreht. Spannende Eckballvariante. Altona 93 erneut schlafmützig. Nach dem Kopfball bleibt niemand bei Langford und der kann seinen ganz persönlichen Raheem Sterling-Moment gerade noch so verhindern. Bei den Hausherren lief nach dem zweiten Gegentor noch weniger zusammen. Kuyucu lässt die nächste Riesenchance liegen, aber der AFC brachte nicht mehr allzu viel zustande in Halbzeit 2. Krotke macht ihn aber zuvor klar im Abseits. Und das war sie. Die letzte Gelegenheit dieser Partie. St. Pauli steigert sich in Hälfte 2, dreht die Begegnung, gewinnt bei Altona und robbt wieder ein bisschen näher ran an die ersten 5 Aufstiegsrundenplätze. Für Altona 93 bleibt es dagegen bei 3 Punkten aus jetzt 5 Spielen. Die Trainer nach dem Spiel bei uns vor dem Mikrofon. Ja, das ist erstmal ganz gut analysiert. Wir waren, glaube ich, haben vor allem eine ganz starke erste Halbzeit gespielt. Und die Jungs haben viele Sachen wirklich schon gut umgesetzt und dann sind es kurze Unaufmerksamkeiten, wo sie sich wieder nicht belohnen und wo sie dann so ein blödes Tor jetzt wieder bekommen und wir dann noch nicht so gefestigt sind, dann brauchen wir wieder, um reinzukommen. Und tut mir einfach nur leid, dass die Mannschaft sich nicht belohnt, weil sie zeigt so viele gute Ansätze. Ja, ich bin natürlich erstmal happy über den Sieg. Ich denke mal, dass der Start vor uns nicht ganz so gut war. Wir haben so die erste Viertelstunde, ja weiß nicht, da waren wir nicht griffig, da waren wir nicht in Zweikämpfen, da ist Altona auch verdient in Führung gegangen. Nachher haben wir uns so ein bisschen gefangen, ist besser gewesen, aber trotzdem noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und ja, so ist Fußball. Zweite Halbzeit kommen wir raus, erwischen einen super Start, wo wir dann gleich das 1-1 machen. Kriegen leider auch noch einen Elfmeter, verschießen ihn leider. Aber nach dem verschossenen Elfmeter hat die Mannschaft trotzdem noch Moral gezeigt und haben weitergemacht und haben nachher auch verdient das 2-1 gemacht und dann bis zum Ende gehalten. Und das ist für uns wichtig. Der Sieg jetzt, wir haben davor mal eine Durchstrecke gehabt und die Jungs haben sich den Sieg heute erarbeitet, aber auch zum Teil erspielt.